Ja, und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Nights 2 und Charaktermodus, nein, Erforschungsmodus. So, wie immer das Problem mit der Kamera. Nee, wir hatten Beweise gesammelt, ich glaube, den einen konnten wir jetzt auch nicht mehr umstimmen, deswegen werden wir jetzt uns zurück nach Neverwinter begeben. Und werden uns dieser Verhandlung stellen. So, da haben wir doch. Wo müssen wir dann eigentlich hin? Ja. Ich gehe mal ins Schwarzseeviertel. Ich glaube. Das war der Punkt, wo wir dann sein müssen. So, und zwar habe ich mir das so vorgenommen. Was ist hier erledigt? Ja, dann ist mal erledigt. Jetzt schaue ich erstmal ins Logbuch. So, Barbary Top berichtet. Ja, das ist okay. Elguns Geschichte. Mit Hammerson letzthaft redet wieder mit Sir Naval, wenn ihr mit Hammerson im Helfer gesprochen und alle Beweise gesammelt habt, damit der Prozess beginnen kann. Wir werden erstmal, Moment, ich werde jetzt erstmal Sam fragen. Nein. Ja? Kann ich mit dir reden? Moment. Wo bist du da? Hallo, ich möchte. Da, sprechen mit. Hm? Ja? Ja? Was ist damit? Ja, glaubt ihr, wir haben genug Beweise? Ganz gewiss. Wenden wir uns mit dem, was wir haben, an Naval. Und räumen wir die Beschuldigungen Laskens aus der Welt. Wir sollten Naval auf Burg Nie antreffen, wo er gewiss wie eine hektische Glucke auf unsere Rückkehr wartet. Okay, also haben wir genug. Ja, scheiß auf den einen da, auf den Elgun. Ich habe jetzt keine Lust, das alles abzufrubbeln. Ich werde sowieso, sollte der Prozess nicht zu unseren Gunsten ausgehen, werde ich den Prozess nochmal neu machen. Weil einfach aus Prinzip möchte ich diesen Prozess gewinnen. So, das werde ich dann aber nicht nochmal neu laufen lassen. Sollte also der Prozess zu Ungunsten von uns ausgehen, werde ich ihn einfach nochmal neu starten. Ich werde jetzt hier vorher gleich eben speichern, bevor ich ihn anspreche. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, war hier Schnellspeicher? Ja. Genau. Und werde dann alles nochmal neu machen und werde dann einfach wieder ab dem Punkt einsetzen, wo wir dann verkackt haben. Beziehungsweise werde dann das Video, was dann benötigt wird, entsprechend ab da wieder einsteigen. Achso, jetzt, ich kann dann doch hier erst noch hier oben hin, dann muss ich hier nochmal. Kann ich hier nochmal speichern, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ja, es ändert quasi nichts am Endergebnis, es geht mir einfach um das Gefühl. So, ich glaube, ich habe genug Beweise, um meine Unschuld zu beweisen. Ja, wir tun das. Wir gehen in den Prozess. Lass die Verhandlung beginnen. Lord Nashor Alegondar, Verteidiger Niewinters und der ehrwürdige Richter Olive Asker, Lord Justitia Destir. Führt den Angeklagten herein. Hallo. Schönen guten Tag. Ehrwürdiger Richter, möge die Verhandlung beginnen. Wir sind hier versammelt, um die Wahrheit über das Verbrechen an dem kleinen Dorf Ember zu finden. Dessen Bewohner, ob Mann, Frau oder Kind, alle ermordet wurden. Mit Tiers Hilfe werden wir die Wahrheit aufdecken und Gerechtigkeit walten lassen. Ist der Ankläger hier? Ich spreche für die, die der Angeklagte bei Ember abgeschlachtet hat. Und ich werde heute für Gerechtigkeit sorgen. So. Ich werde
Ich werde hier einmal. Ich glaube, die Botschafterin spricht außer der Reihe. Es wurde noch kein Urteil gefällt. Die toten Embers sprechen stark genug für eure Schuld, wie ihr nur so dastehen könnt nach dem, was ihr getan habt. Der Angeklagte hat recht, Botschafterin. Diese Verhandlung hat kaum begonnen. Verzeihung, ehrwürdiger Richter. Meine Überzeugung hat mich wohl dazu hingerissen. Noch so ein Versprecher, Botschafterin, und das Gericht wird euch nicht länger mit Wohlwollen betrachten. Selbstverständlich, My Lord. Gut gemacht. Und ist der Angeklagte hier und sein Verteidiger? Wir sind zugegen und eifrig bemüht, die Wahrheit vor die Augen Tiers zu bringen, ehrwürdiger Richter. In Ordnung. Wir zählen nun auf, was der Angeklagte zu seiner Verteidigung vorlegt. Und dann zeigen wir es den Leuten im Gericht, Lord Nasher. Und dem Auge Tiers. Zunächst einmal... Es kann eine Weile dauern, bis Sie mit all dem Beweismaterial und dem anderen zeremoniellen Unfug durch sind. Also wenn ihr Fragen habt, dann ist jetzt die beste Gelegenheit dazu. Genau, jetzt werden wir ein bisschen tun. Sand wird uns auch gleich bitten, fragen, ob er dann für uns sprechen soll. Wir werden es aber selber machen. Habt ihr einen Rat? Torio ist überheblich, doch sie ist nicht umsonst eine laskanische Botschafterin. Dieses Gericht ist ihre Bühne, ihre Arena, und sie hat jahrelange Erfahrung in Sachen Verrat und Worte verdrehen. Indizien helfen zwar einem Fall, doch sie weiß, dass oft letztendlich das Dramatische, die allgemeine Meinung entscheidet, wer schuldig ist und wer nicht. Vergesst nicht, der Pöbel ist hier, um jemanden hängen zu sehen. Wenn ihr ihn nicht davon überzeugen könnt, dass euch ein Unrecht getan wurde, und zwar ein großes, wird es ein schwerer Kampf. Okay, also... ich kann die Verhandlung übergehen, genau, das kann ich das ihm sagen. Aber also welche Strategie dann? Das ist etwas unüblich, aber wenn ihr die Feindschaft zwischen Lasken und Niewinter betont, könnte das helfen. Ja... Aber ihr klingt nicht überzeugt. Aber übertreibt es nicht, sonst helft ihr Torio vielleicht, das Gericht davon zu überzeugen. Eure Taten wären ein Versuch gewesen, einen neuen Krieg zu beginnen, den niemand in Niewinter will. Ich habe keine klare Strategie für euch, doch bedenkt, dass es schwierig ist, mit Torio höfliche Worte zu wechseln. Lasst euch nicht auf solch ein Duell ein, es sei denn, ihr seid euch des Sieges sicher. Und bedroht sie nicht und blöfft nicht, es sei denn, ihr seid genauso sicher. Wenn ihr scheitert, geht es mit euch garantiert an den Galgen. Nee, wir werden es mit Diplomatie probieren, weil das ist das Einzige, was ich ein bisschen geskillt habe. Gut, dann bin ich bereit. Fangen wir an. Wie ihr wollt. Und das sind die vorliegenden Indizien. Perfekt. Seht euch diese Gesichter an. Torio wird viel Arbeit haben. Mal sehen, wie die kleine Harpyie aus der Falle davonflattert. Die Anklägerin, Botschafterin Torio Claven aus Lasken, kann nun Zeugen in den Zeugenstand rufen. Diese Beweisstücke, wenn sie das wirklich sind, können leicht erklärt werden. Mögen sie noch überzeugen. Unsere Zeugen werden etwas anderes erzählen. So, dann werden wir es mit Diplomatie probieren. Spekulieren? Wir wollen hier die Wahrheit feststellen. Hier steht alles in Frage. So, wirklich? Er schien von unserer Schuld überzeugt. Ist diese dann auch in Frage zu stellen? Natürlich nicht, das will ich ja beweisen. Wie nun, Botschafterin? Sind wir in euren Augen schuldig oder nicht? Mir fällt es schwer, in eurem Wortspiel die Wahrheit zu finden. Ich schlage vor, ihr hütet eure Zunge. Ihr Yay. Werdet wohl hören wollen, was meine Zeugen zu sagen haben. Wir haben Erfolg. Wir haben einen Erfolg. Oh, sehr was schön. Was für ein Temperament sie doch hat. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Ich verstehe, dass ihr die Zeugen daran hindern wollt, zu sprechen. Aber eure Worte können das wirklich nicht mehr verhindern. Lasst mich meinen ersten Zeugen aufrufen. Elgin, ansässig in Letzthafen und Augenzeuge des Massakers in Ember. Ach, ihn, ja. Ja, den hätten wir doch mal ein bisschen... Willkommen, Elgin. Ihr wart mutig, hierher zu reisen, vor allem angesichts der Gefahr, die einen Zeugen erwartet. Wir fragen mal ganz stumpf nach, welcher Gefahr. Na, Gefahr durch euch natürlich. Doch hören wir, was Elgin über das, was er sah, zu sagen hat. Eure Zeit kommt auch noch, Knappe. Versprochen. Nun, Elgin, ihr sagt, ihr habt den Mörder bei Ember gesehen, nicht wahr? Das habe ich. Und es war ein grausamer und ungerechter Kampf. Ich wollte die Mörder aufhalten, aber einer konnte einen Glückstreffer landen.
und ich ging zu Boden. Der Angeklagte war also in Ember. Und ihr saht, wie diese Dörfler ermordet wurden? Oh ja, die armen, hilflosen Bauern. Die Bestie hat sie einfach niedergemetzelt. Ich wollte sie retten, aber ich war nur ein Mann gegen viele. Und die Dämonen. Ja, lass den Zeugen fortfahren. Bitte, sprecht frei, Elgin. Ihr habt von dem Angeklagten hier nichts zu befürchten. Er kann euch nicht schaden. Ihr müsst mich nicht verteidigen, Lady Torrio. Das kann ich selbst. Wenn irgendein blutrünstiger Mörder mir ans Leder will, dann hat er sich verrechnet. Oh, Götter. Wenn ihn eine Nadel auch nur berührt, dann platzt er wie ein Ballon. Dann müssen wir uns auf die Wahrheit verlassen. Die Wahrheit ist egal. Er muss sie die Lüge nur glauben machen. Und seht ihn an. Er hat so viele solcher Lügen erzählt, dass sogar er sie glaubt. Der Zeuge hat den Angeklagten als einen der Mörder der Dörfler erkannt. Keine weiteren Fragen, ehrwürdiger Richter. Wünscht der Angeklagte, den Zeugen zu befragen? Ja, wir haben ein paar Fragen. Bitte, tut euch keinen Zwang an. Was wollt ihr noch wissen? Ich habe schon ausgesagt. Wir hatten ja eigentlich Sachen gefunden. So, erstmal probieren wir es mit Diplomatie. Elgon, zweifellos seid ihr ein tapferer Mann. Doch könnte es sein, dass ihr so getroffen wurde, dass ein Teil der Ereignisse unklar erscheint. Ich weiß nicht, was nach dem Kampf geschah. Das stimmt nicht genau. Genug davon. Er sah euch diese Dörfler töten. Was danach geschah, ist nicht von Bedeutung. Ja, wirklich? Wie konnte Elgon sicher entkommen? Warum wurde er nicht mit den anderen getötet? Ich weiß nicht. Sie müssen mich für tot gehalten haben. Vielleicht hattet ihr es zu eilig, um ihn zu erledigen. Gut, und vielleicht hattet ihr es zu eilig, Zeugen zu bringen, Botschafterin. Wenn Elgon verwundet war, wie schaffte er es zurück und wo sind seine Narben? Tja, also, ich wachte auf. Ich bin zäher, als ich aussehe. Ich konnte noch laufen. Und Wunden heilen bei mir schnell. Gut, dann machen wir weiter über Diplomatie. Wie gesagt, das ist das Einzige, was ich kann. Ich bin froh, dass ihr letztes Mal reichen konntet. Eure Geschichte tritt gewiss weniger weit. Ist das alles? Ihr habt euren Stoß getan, doch das wird euch nicht vor dem Galgen retten. So, damit ist das der Einzige, den ich wirklich keine Gegenbeweise sammeln konnte, schon mal raus. Ich hoffe, die anderen geht's besser. So, ihr spracht von mehr als einem Angreifer. Wie viele waren's? Dutzende und andere üble Kreaturen. Dämonen, wie mir scheint. Glücklicherweise hielten sie mich für tot. Sonst hätte ich das Schicksal dieser armen Leute aus Ember geteilt. So, ich sprach mit einem der Überlebenden. Ich hörte, es wären nur ein Dutzend Angreifer im Ember gewesen und keine Dämonen. Natürlich nicht. Wahrscheinlich hatten sie vor ihnen Angst. Und wie sahen diese Dämonen aus? Was? Nun, ihr sah die Dämonen. Beschreibt sie. Sie hatten Hörner und Schuppen. Das ist alles? Das ist ziemlich vage für einen, der einen Dämon erblickt. Sind das all eure Fragen? Der Zeuge hat euch erkannt. Das genügt. So, keine weiteren Fragen. Das reicht erstmal. Wie ihr wollt. Botschafterin, habt ihr weitere Zeugen? Noch eine Zeugin, ja. Und eine überaus wichtige dazu, ehrwürdiger Richter. Was viele nicht wissen, die Leute in Ember wurden nicht alle mitsamt Frauen und Kindern dahingeschlachtet. Ja, das kann nicht gut sein. Ich rufe Elaine auf, die letzte lebende Bürgerin Embers, damit sie berichtet, was sie an diesem traurigen Tag sah. Die haben sie doch mit Absicht leben gelassen. Elaine, danke, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, wie schwierig das sein muss, aber euch ist klar, dass ihr die einzige Stimme Embers in dieser schlimmen Tragödie seid. Bitte sagt dem Gericht, was ihr gesehen habt. Ich sah den Angeklagten. Dort in Ember. Er hat alle getötet. Elaine, nein.
Sandra, könnt ihr sprechen? Wenn ihr die Gelegenheit habt, dann fragt sie, ob ich je mit jemandem reisen würde, der so etwas täte und wo wir zu diesem Zeitpunkt waren. Das ist nicht gut. Wir müssen ihren Tränenschwall in eine andere Richtung lenken, sonst werden wir alle hängen. So, So, ich mach's mit Diplomatie über den Richter. Stattgegeben. Die Angelegenheit muss von allen Seiten gehört werden. Fahrt einstweilen fort, Botschafterin. Weiter, Elaine. Sagt uns, was ihr saht. All diese Leute. Sie waren unbewaffnet. Sie konnten sich nicht wehren. Aber der Angeklagte hat sie alle abgeschlachtet, nicht wahr? Ja. Ich sah alles. Ich floh nach Letzthafen. Ich konnte nirgends anders mehr hin. Ihr seid jetzt in Sicherheit, Elaine, und der Angeklagte kann euch nichts tun. Was braucht es noch an Beweisen? Eine Zeugin, die sah, wie der Angeklagte die Tat vollbrachte. Vielleicht sollten wir jetzt zum Urteil kommen. Die Schuld des Angeklagten ist offensichtlich. Erst habe ich einige Fragen an Sie. Natürlich. Bitte, die Falle ist bereits zugeschnappt. Ein Herausfinden ist jetzt unmöglich. Das glaubst du. So, wir sprachen uns in Letzthafen und ihr gab zu, dass es möglicherweise jemand war, der sich als ich verkleidet hatte, korrekt? Ja, das stimmt. Was? Ja, zur Botschafterin. Ja, genau. Anscheinend ist sie sich über den Hergang nicht mehr ganz im Klaren. Es hätte jemand sein können, der aussieht wie ich. Vergesst es. Die Zeugin ist offensichtlich zu durcheinander, um ordentlich auszusagen. Also wählen wir jemanden, der nicht von Ember betroffen ist und der den Angeklagten nur zu gut kennt. Ich rufe Chandra Jarrow. Was? Okay. Chandra, ihr könnt offen mit Torio sprechen, wenn ihr das möchtet. Ich würde sie lieber anspucken. Außerdem habe ich nichts zu bezeugen. Na los, Chandra. Keine Angst. Wir sind hier vor Gericht. Ihr könnt hier frei sprechen. Worüber? Über diese falschen Anklagen? Nein, mich interessiert nur euer Umgang mit dem Angeklagten. Ihr reist zusammen, oder? Das stimmt. Hat der Angeklagte jemals Taten wie die Zerstörung von Ember oder ähnliches begangen? Oder hatte damit zu tun? Ich glaube wirklich nicht... Beantwortet die Frage. Nein. Nicht einmal eure Heimat? Nun, ja, aber das war etwas anderes. Da waren... Und wurde euer Zuhause nicht zweimal angegriffen und brannte völlig nieder? Ja, aber das war nachdem... Wenn ich euch eine weitere Frage stelle, dann sollt ihr sie beantworten, Chandra, und nicht widersprechen oder von Ausnahmen reden. Ihr seid hier sicher und müsst den Angeklagten nicht mehr fürchten. Denn seht ihr, am wichtigsten, Chandra, ist für mich, was ihr denkt. Was ihr wirklich von dem Angeklagten denkt. Wir wissen bereits ein wenig über seine Aktivitäten in Niewinter und in der Umgebung. Also denkt sorgfältig nach, ehe ihr antwortet. Ich hoffe, ihr habt sie gut behandelt. Sie wird gleich auspacken. Wäre er zu so einer Tat in der Lage? Nein, er ist ein guter Mann und kümmert sich um andere. Zu hören, wie er so bezichtigt wird, macht mich wütend. Das ist so ungerecht. Wütend genug, um anzugreifen und die Gegner des Angeklagten zu töten? Ich verstehe. Bei den Göttern klagt ihr mich dessen an, was bei Ember geschehen ist? Ich erhebe keine solche Anklage. Dennoch folgt dem Angeklagten seltsamerweise Unheil. Vielleicht seid ihr blind. Die Zerstörung des eigenen Heims zieht oft einen Schock nach sich. Danke für eure große Hilfe, Chandra. Ich denke, diese Angelegenheit ist bald erledigt. Ich hoffe, ihr bekommt, was ihr verdient, Botschafterin. Meine Liebe, ich will nur Gerechtigkeit. Gut, der Einfluss hat funktioniert. Dann hätte ich jetzt gern Gelegenheit, meine Zeugen aufzurufen. Gleich. Es gibt noch eine Zeugenaussage, die für diesen Fall entscheidend ist. Was? Ich rufe natürlich den Angeklagten als Zeugen auf. Ja, dann fragt mich, was ihr wollt. Meine ich werde die Wahrheit sagen. Ist einfach. Warum habt ihr die Bewohner von Ember getötet? Diplomatie, Botschafterin, ihr unterstellt Schuld, wo kein Urteil gefällt wurde. Ich bin bei diesen Anklagen unschuldig. Also wart ihr nicht in Ember? Saht die Toten nicht zu euren Füßen liegen? Botschafterin, ich ging nach Ember, um den Mord selbst zu sehen, nicht um ihn zu begehen. Also wart ihr in Ember? Warum? Das ist laskanisches Land. Dennoch fehlt von einer Einladung oder Erlaubnis, unser Land zu betreten, jede Spur. Anscheinend haben wir ein weiteres Verbrechen aufgedeckt. Einen Landfriedensbruch, der üblen Mord zur Folge hatte. Ich
Genau, ich probiere Botschafterin, wie ich sagte, ich bin nicht unschuldig. Ich beklage den Verlust der Leute von Ember und ich begreife nicht, wie jemand so etwas tun konnte. Deswegen sind wir doch hier, oder nicht? Das wisst ihr sicher besser als ich. Ich weiß es nicht. Es hat keinen militärischen Wert. Es ist nicht einmal ein lohnendes Ziel an der Grenze oder für einen Raub. Also warum der Angriff? Anscheinend ging es nur ums Schlachten. Ein ganzes Dorf. Von der Landkarte verschwunden. Ausgelöscht. Doch das ergibt erneut keinen Sinn. Hätte man den Wunsch, Luskana zu töten, so würde man einfach eurer Stadt den Krieg erklären, während sie mit dem Krieg gegen Ruatim beschäftigt ist. Ihr sagt also, es gäbe hierfür militärische Gründe? Die Bewohner von Ember wurden abgeschlachtet, nur um unsere Verteidigung zu testen? Oh. Warum müssen immer die Unschuldigen unter den Aggressionen anderer leiden? Ich weiß es nicht, Botschafterin, doch in diesem Fall war es wohl schwieriger, das eigentliche Ziel anzugreifen. Mich. Was? Kommt schon, Botschafterin. Ich unterstütze Niewinter und Lord Nesher, der zuvor in den Konflikt mit Luskana geraten ist, die heimlich Niewinter betreten haben. Werden eure Lügen denn nie aufhören? Gesteht euer Verbrechen doch einfach ein. Wer Gut. muss noch alles dafür büßen, ehe ihr vernünftig werdet? Mehr Dörfler? Mehr Bauern? Wenn die Ritter Niewinters ausreiten, zertrampeln sie die Saat. Und niemand weiß das besser als die guten Leute von der Schwertküste. Okay, das hat jetzt nicht geklappt, aber... Auch eure eigenen Leute kennen die Wahrheit besser als ihr. Überlassen wir euch also eurem Leugnen. Und vielleicht hört ihr eines Tages auf jene, denen ihr angeblich dient. Keine weiteren Fragen, ehrwürdiger Richter. Wie ihr wünscht, Botschafterin. Die Anklage kann nun die Zeugen aufrufen. Darf ich? Ich habe eine kleine Eröffnungsrede mit scharfen Spitzen vorbereitet. Doch wenn ihr lieber so schnell wie möglich eure Unschuld beweist... Ja, solange ihr mich um Rat fragt, eher ein Zeuge vor das Gericht gerufen wird, finde ich das okay. Außerdem ist hier ein kleiner Fehler. Nicht die Anklage, sondern die Verteidigung darf Zeugen aufrufen, ne? Natürlich, natürlich. Nun, jedenfalls jetzt, wo ihr es mir gesagt habt. Ist der Berater des Angeklagten bereit, auszusagen? Danke, ehrwürdiger Richter, Lord Nesher und liebe Leute von Niewinter. Diese Anschuldigungen sind ein Witz, my Lord. Ich will euch die Unschuld dieses Mannes beweisen, eines Knappen von Niewinter, und die Falschheit der Anklage. Die Indizien der Botschafterin Lasken sind eine offensichtliche, üble Posse, um das Leben eines treuen Dieners von Niewinter zu beenden. Der Angeklagte ist noch nicht lange ein Knappe und wurde, wie es der Zufall will, nach dem Massaker an Ember in diesen Rang erhoben. Vielleicht als Belohnung? Botschafterin, ihr habt bereits gesprochen. Jetzt spricht der Angeklagte. Und was euch betrifft, Sand, so würde ich mich zurückhalten, solche Anschuldigungen ohne Beweise zu erheben. Milord, der Unterschied ist, dass in meinen Aussagen die Wahrheit liegt. Ich wollte Callum von den Neuen von Niewinter aufrufen. Ja. Den Kommandanten beim alten Eulenbrunnen. Nach dem Sieg dort hat seine Stimme großes Gewicht. Auf jeden Fall. Gewiss, ruft ihn auf. Als ersten Zeugen rufe ich Callum von den Neuen von Niewinter. Gerade zurück von seinem Sieg über die wilden Orkstämme am alten Eulenbrunnen. Lord Callum, niemand zweifelt an eurem Pflichtgefühl und eurer Treue zu Niewinter, an eurer erfolgreichen Verteidigung unserer unabhängigen Lande. Ihr seid dem Angeklagten zuvor bereits begegnet, nicht? Er war mir eine große Hilfe dabei, vor einigen Monaten die Orkhorden beim alten Eulenbrunnen zu besiegen. Ohne seine Hilfe würden die Orks nun den Brunnen besetzen. Die Soldaten Niewinters und das Reich selbst schulden ihm ein hohes Maß an Dankbarkeit. Und es ist eine Posse, dass diese üblen Anklagen gegen ihn erhoben wurden. Danke, Lord Callum. Wir sind wie immer dankbar, die Worte eines der Neuen zu hören. Lord Callum, ihr habt zum Ausdruck gebracht, die Anklagen in diesem Gericht wären eine Posse und unbegründet. Das ist wahr. Ich denke, die Anklagen sind unbegründet. Weil sie von Lasken erhoben werden? Lasken kann durch den Sturz von Helden aus Niewinter viel gewinnen. Vertraue ich darauf, dass Lasken solche Anklagen in guter Absicht macht? Nein. Und euren Motiven traue ich auch nicht, Botschafterin. Es gibt einen Grund, warum der Vertrag zwischen Lasken und Niewinter zwischen niederer und hoher Gerichtsbarkeit unterscheidet. Und ich glaube nicht, dass irgendein laskanisches Gericht Gerechtigkeit im Sinn hat. Aber ihr wisst doch, dass die beratende Stimme des Angeklagten aus Lasken stammt, oder nicht? Aus den Rängen des arkanen Heerturms, ehe er von dort floh. Diese Hexe? Nein, das wusste ich nicht. Weder die Vergangenheit meines Beraters noch die Herkunft der gegen mich erhobenen Anklagen spielen in diesem Fall eine Rolle. Hier geht es um Ember. Ich stimme zu.
Diese Angelegenheit betrifft Amber. Und ob jemand, der viele Opfer für Neewinter gebracht hat, solch eine Anklage verdient? Der Ursprung solcher Anklagen oder üble Nachrede gegen den Berater des Angeklagten ändert nicht das Verbrechen an sich. Ich sprach ohne Bedacht, doch euer Benehmen, Botschafterin, bekräftigt nur meine Worte. Wenn es sonst nichts mehr gibt, ich glaube, wir haben alle genug Zeit verschwendet. Ich danke Lord Cullum für seine Zeit, ehrwürdiger Richter. Meine Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet. Ich sehe Naya, die Kräuterfrau, der wir in Letzthafen halfen. Ich wollte sie in den Zeugenstand rufen. Sie könnte uns bei unserer Verteidigung nützen. Ja, auch die werde ich aufrufen. Also bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut, habe ich das Gefühl. Wir haben bisher nur einmal gescheitert in der Diplomatie. Rufen wir sie auf. Der Angeklagte ruft Naya, wohnhaft in Letzthafen. Naya, ihr seid dem Angeklagten in Letzthafen begegnet, oder nicht? Das stimmt. Ich erinnere mich gut an den Angeklagten. Gut, seid erneut gegrüßt, Naya, wir sind höflich. Und seid gegrüßt. Es ist schön, wieder euer Gesicht zu sehen. Könnt ihr uns sagen, was geschah? Ich war kürzlich in Letzthafen, um mit an der Verteidigung der Stadt zu arbeiten. Obwohl meine Pflichten all meine Zeit beanspruchten, sorgte ich mich um die unbegrabenen Leichen in Amber. Ich weiß von einem ehemaligen Bekannten, einem Anhänger Kellenwurst, dass sie nach so einem gewaltsamen Tod möglicherweise als Untote wieder auferstehen könnten. Aber ich konnte nicht nach ihnen sehen und niemand wollte mir helfen, bis der gute Knappe kam. Meine Hilfe war das Mindeste, was ich anbieten konnte, als ich sah, wie viel Mühe ihr euch gab. Der Knappe stimmte zu, die Toten der ewigen Ruhe zu übergeben. Um Spuren zu beseitigen vielleicht, das hat nichts zu bedeuten. Es schmerzt mich zu hören, wie leichtfertig über so eine so wichtige Aufgabe spricht, Botschafterin. Und es schmerzt mich zu hören, wie ihr so euer Verbrechen verschleiern wollt. Seid ihr jetzt damit fertig, das Urteil hinauszuzögern? Oder stellt ihr euch endlich der Gerechtigkeit? Nein, wenigstens noch einen Zeugen und dann können wir wohl den Vorhang über diese Angelegenheit fallen lassen. Was niemand bisher weiß, es gibt noch einen Überlebenden aus Amber. Ah, der kleine Junge. Yay. Ein armer, verängstigter Junge, der sich in einem Brunnen versteckt hat, um nicht abgeschlachtet zu werden. Woher wusste er, dass er das tun musste? Nun, Marcus hat eine Gabe. Sicht, die mehr ist als Sehen. Die Gabe eines Sehers. Und er wusste, dass der Mord geschehen würde und wer der wahre Mörder ist. Sag uns, was du gesehen hast, junger Marcus. Was deine besondere Gabe dir zeigte. Ein Mann hat alle im Dorf getötet. Er war groß, viel größer als ein normaler Mann. Ich weiß nicht, wieso ihr ihn verwechselt. Vielleicht hat er sich mit Magie verkleidet. Aber so etwas kann mich nicht täuschen. Was soll das sein? Ein Witz? Ihr bringt ein Kind als Seher in den Zeugenstand, stellt ihm eine Frage und er lügt für euch? Diplomatie wieder. Habt ihr eine Frage an Markus oder nicht, Botschafterin? Selbstverständlich. Wenn er die Gabe eines Sehers hat, dann lasst uns das prüfen. Markus, was halte ich in meiner linken Hand? In eurer linken Hand ist ein Ring aus Eisen. Er gehört Garius, dem Meister des fünften Turms. Ihr haltet ihn fest, als fürchtet ihr, er könnte euch entfliehen. Jedes Mal, wenn ihr den Ring berührt, seht ihr, wie zornig er wird, wenn man ihn enttäuscht. Und ihr fürchtet seinen Ehrgeiz. Dieser Ring ist eher eine Kette als ein Schmuckstück. Und doch erinnert euch der Ring an... Genug. Keine weiteren Fragen. Es ist ein Ring, nichts weiter. Doch der Junge hat richtig geraten. Sicher ein Gauklertrick. Der Rest war natürlich erlogen. Keine weiteren Fragen, ehrwürdiger Richter. Dann rufe ich den nächsten Zeugen auf. Na komm. Chandra, tretet bitte vor. Sand, nein! So, wir probieren es mit Diplomatie. Chandra, ihr tut es für Amber, nicht für mich, Chandra. Nein, hör zu. Ich kann nicht. Torrio wird mich in der Luft zerreißen. Das werden wir nicht machen. Wenn sie nicht will, dann nicht. Vergesst es. Wir kommen zum Urteil. Dann vergesst es. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt für eure Sache kämpfe, wenn ihr alles hinwerfen wollt, sobald eine schwere Entscheidung ansteht. Die Parteien haben gesprochen. Und nun fehlt nur noch das Urteil. Lord Nashor? Ich gehe davon aus, dass Lord Nashor bereits richtig entschieden hat. Mal sehen, ob es funktioniert hat. Ich doch. Es liegt auf der Hand, dass diese Verschwörung einen treuen Knappen Neewinters als Verbrecher in Verruf bringen sollte. Ruhe, Sand. Ich habe genug von euch gehört. Und von euch, Torrio. Genug, um eine Entscheidung zu treffen. Der vorliegende Fall ist schwierig, aber es scheint, dass wir die Identität der Angreifer bei Amber kennen. Neval?
Ich will die Botschafterin, ihr Gefolge und alle übrigen Mitglieder der Arkanenbruderschaft von Lasken heute Nacht außerhalb der Stadtmauern haben. Was? Das ist kein Urteil, die Bruderschaft dafür verantwortlich zu machen. Ihr habt mir diesen Fall vorgelegt und nun stellt ihr mein Urteil in Frage. Gebt Acht, wohin euer Schwert zeigt, wenn ihr es zieht, Botschafterin. Und sagt das auch euren Herren in Lasken. Wir haben hier genug Zeit verschwendet. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan und... Ich fordere das Recht auf ein Gottesurteil. Botschafterin, ich habe genug von euren Spielchen und meine Geduld ist am Ende. Wollt ihr mir in einer so wichtigen Angelegenheit mein geheiligtes Recht auf Berufung absprechen? Kann Lord Nashor das tun, ehrwürdiger Richter? Kann er sich in dieser Sache über unseren Gott Tyr stellen? Das... kann er nicht. Die Botschafterin Laskens hat das Recht auf die von ihr beschriebene Berufung. Ist das wahr? Götter, ich hatte gehofft, sie weiß davon nichts. Und wer wird für euch kämpfen, Torio? Dies ist kein Gefecht der Worte, obwohl ich gern sehen würde, wie ihr euren Scharfsinn gegen die Klinge eines treuen Soldaten Niewinters einsetzt. Ihr habt in der Tat recht, Zirneval. Lasken ist hier nicht der Angreifer und ich will lediglich Gerechtigkeit. Doch ich kann mich nicht selbst verteidigen und um Gerechtigkeit bitten. Wird denn niemand für die Leute von Ember kämpfen? Ich habe diese Lügen gehört und werde darauf antworten, mit meiner Klinge, im Namen von Lasken. Es wurde ein Champion ausgerufen. Sowohl der Verteidiger als auch der Angeklagte müssen sich laut Gesetz im Tempel der Gerechtigkeit in Niewinter melden und sich dem Tierritual unterziehen, um sich in nächtlichen Vigilien zu läutern. Am Morgen darauf sollen sich die Champions im Zweikampf begegnen, damit der Gerechtigkeit gedient wird. So sei es. Wenn das Ritual befolgt wurde, soll morgen früh das Gottesurteil auf dem Turnierplatz gehalten werden. Bewaffnet euch und seid bereit, Knappe, oder wählt einen Champion, der für euch kämpft. Denn bei den Göttern, wir sind nicht so weit gereist, damit in der letzten Stunde die Gerechtigkeit unterliegt. So. Anscheinend wird die Sache mit Blut entschieden. Wenn wir so das Blatt wenden müssen, dann soll es so sein. Wenn ihr bereit seid, geht zur Halle der Gerechtigkeit und sprecht mit Prior Ham, damit das Tierritual beginnen kann.